Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine Subleichen geben. Ich habe mich einmal durch mein Hardcover-Regal hier im Hintergrund geforstet und habe mal geschaut, welche Bücher hier schon ein bisschen länger auf meinem Sub liegen. Und diese möchte ich euch heute vorstellen. Vielleicht entdeckt ihr ja noch den ein oder anderen etwas älteren Schatz für euch. Und ja, deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Ich habe mir für dieses Video 10 Bücher rausgesucht, habe dann aber gleich weitergemacht und habe weitere 15 Bücher gefunden. Ich habe aber natürlich auch noch nicht in mein Taschenbuchregal geguckt. Also werden da locker noch 2, 3 Videos zu kommen zu diesen Subleichen Dingens Bummens Reihe. Also es gibt tatsächlich einige und ich habe mich eben schon ein ganz klein bisschen geschämt, als ich da so drauf geguckt habe, weil ich so gedacht habe, das wolltest du damals eigentlich sofort lesen. Aber das sagt man ja als Buchliebhaber immer ganz schnell, das lese ich sofort. 3 Jahre später liegt es immer noch da. Dieser Strohballen wie im Wilden Westen rollt da so lang. Und das Buch denkt sich so, hallo, ich glaube, ich wurde vergessen. Ups, ja. So geht es diesen Büchern hier, glaube ich, auch. Ich würde sagen, ich quatsch gar nicht mehr so lange drumherum. Alle genannten Bücher findet ihr in der Infobox verlinkt. Und let's go. Oh Gott, das ist mir so peinlich, wenn ich sie angucke. Boah, dieses hier liegt hier wirklich schon ewig. Ungelogen, das war noch zu Schuckibooks-Zeiten. Ich weiß, Ninni hat das, glaube ich, ganz zum Anfang irgendwie im Juni oder so gelesen und dann habe ich, hatte das zu dem Zeitpunkt auch schon und dann habe ich gesagt, ja, dann werde ich das jetzt auch bald lesen. Wir schreiben das Jahr 2018, fast 2019. Das Buch ist von 2008, also schon 10 Jahre alt. So lange liegt sie zum Glück noch nicht, aber trotz alledem schon 10 Jahre alt. Es ist Faunblut, geschrieben von Nina Blajean aus dem CBT Verlag. Und was soll ich sagen? Ja, Ninni hatte damals so davon geschwärmt. Sie hat gesagt, das ist eine ihrer Lieblingsgeschichten. Und dann dachte ich mir so, ja, Jessie, du musst es jetzt bald lesen. Heutzutage macht Ninni gar keine Büchervideos mehr. Also es ist sehr viel Wasser, einige Flüsse heruntergeflossen und ich habe es immer noch nicht gelesen. Es ist echt peinlich. Ich weiß gar nicht. Es geht um Jade und Faun und die Geschichte einer unmöglichen Liebe in einer Stadt am Rande der Zeit. Mehr steht hinten tatsächlich auch nicht drauf. Ich weiß, dass Ascheherz da irgendwie auch noch zugehört und wie heißen die anderen? Hier, der Kuss der Dunkelheit gehört, glaube ich, auch dazu. Das ist alles so ein bisschen verworren bei Nina Blachon. Ich glaube, bevor man Faunblut liest, müsste man eigentlich auch Ascheherz lesen. Ich habe keinen Plan. Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Dort könnt ihr mir auch gerne hinschreiben, welches eure älteste Subleiche ist und von wann sie ist. Also von diesem Jahr, von gestern oder so weiter und so fort. Oder ob ihr auch solche Subleichen habt, die tatsächlich schon seit über 5 Jahren auf eurem Sub liegen. Wie dieses Schätzchen hier. Dann, oh weh, das war auch eins der ersten Bücher, die ich mir zu Beginn meiner Booktube-Karriere gekauft habe. Das hier ist auch schon von 2010, also wir werden ein bisschen aktueller. Und das war damals so, ich hatte mir das gekauft, aber als Taschenbuch. Dann wollte ich es nicht als Taschenbuch haben, weil ich gesehen habe, es gibt es als Hardcover. Und habe es mir dann tatsächlich auch als Hardcover gekauft. Ich habe mittlerweile die ganze Reihe komplett hier stehen. Es sind 4 Bände. Ich rede von Elfenkuss von April and Pike. Das ist ja so eine Feengeschichte um die 15-jährige Laurel, die eines Morgens mit Flügeln auf dem Rücken aufwacht und natürlich total verwundert ist. Und zusammen mit ihrem Freund David will sie herausfinden, was gerade mit ihr passiert und trifft dabei auf den faszinierenden Elfen Tamani und erfährt somit die Wahrheit über ihre Bestimmung. Hört sich total cool an. Die Protagonistin ist mittlerweile natürlich arg jung, aber ich glaube, wirklich stören tut mich das nicht. Ich arbeite ja auch mit jungen Menschen, also von daher bin ich da nicht ganz so, dass ich sage, oh, wenn die so ganz jung sind, kann ich mit denen gar nichts anfangen. Also so schlimm ist es nicht. Und ja, ich bin sehr gespannt darauf gewesen und bin es auch immer noch, wenn ich es so lese. Ich habe mir immer vorgenommen, ich lese das, nachdem ich plötzlich Fee ausgelesen habe. Tatsächlich muss ich noch diese Kurzgeschichten von plötzlich Fee lesen, weshalb ich damit auch immer noch nicht angefangen habe. Sollte ich mir jetzt tatsächlich mal irgendwann im 2019 zur Brust nehmen, ist ja auch eins meiner Buchprojekte für 2019, Subleichen vernichten. Deswegen ist es ganz gut, sich mit diesem Video hier nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Oha,
Vielleicht weiß es der ein oder andere noch. Es gab auf Facebook mal so eine Gruppe, in der, wie erkläre ich das am blödesten, in der wurden Bücher getauscht. Zum Beispiel hat XY jemanden ein Buch sozusagen geschenkt und dann war derjenige dran, selbst beschenkt zu werden. Man hatte halt seine Wunschliste da drin, dann konnten alle gucken, was wünscht er sich denn eigentlich, und wenn man schnell genug war, dann durfte man die Person beschenken und war dann selbst derjenige, der beschenkt wurde. Tatsächlich habe ich es ein einziges Mal geschafft, in dieser Gruppe auch die zu sein, die beschenkt hat und beschenkt wurde. Und dabei habe ich dieses Schätzchen hier gekriegt, nämlich Engelsnacht von Lauren Kate. Da ist ja mittlerweile schon ein Film erschienen, den man gut oder auch nicht ganz so gut finden konnte. Ich habe ihn tatsächlich gesehen, er war lala. Und trotz alledem interessieren mich die Bücher natürlich immer noch, weil ich mir zu 199,9% sicher bin, dass die Filme bestimmt nicht fortgesetzt werden, weil der erste einfach nicht gut ankam. Und es ist so, geht so in Richtung Twilight, glaube ich. Das war ja die Zeit, wo alles irgendwie so in Richtung Twilight ging. Das war nämlich auch 2010, genau. Und ja, es ist einfach eine Geschichte um eine unheilvolle und schicksalhafte Liebe. Die Geschichte zweier gefallener Engel, immer wieder dazu verdammt, sich zu verlieben und aufs Neue zu verlieren. Tragisch, dramatisch, schnulzig. Ja, ich will's lesen! Warum habe ich es also bisher noch nicht getan? Ich weiß es selber nicht. Es liegt hier auf jeden Fall schon seit 2013 auch auf meinem Sub. Und ja, vielleicht, wenn ich gerade so drüber nachdenke, habt ihr auch noch mal Lust, so eine Gruppe zu machen, weil ich das eigentlich ziemlich cool finde, so mit dem Beschenken und beschenkt werden, wenn man so Bücher los wird, die man vielleicht nicht mehr haben will und dann dafür eins kriegt, was man gerne haben möchte. Fände ich eigentlich ganz cool. Könnt ihr mal hier oben hinterm i abstimmen. Oh, sage ich nur. Das liegt ja auch schon ewig. Ist sogar noch eingeschweißt. Dieses Buch hat mich innerlich schon mehrfach zerrissen, obwohl ich es noch nicht mal in die Hand genommen hatte. Denn es kamen immer wieder Kommentare, Jessie, es ist so schlecht, sortier es aus, es wird dir eh nicht gefallen. Und jedes Mal wieder denke ich, es ist so schön, ich will es eigentlich probieren. Aber dann kommt diese Angst, dass ich denke, aber es ist so schlecht, sagen alle, ich will es doch nicht probieren. Mit diesem inneren Zwiespalt sitze ich da und überlege, was mache ich jetzt mit diesem Buch? Es ist Das Mädchen mit den gläsernen Füßen von Ellie Shaw. Und es ist so eine Geschichte, die so in Richtung Märchen geht, um ein Mädchen, die eine mysteriöse Veränderung, also die mit ihr vorgeht. Sie verwandelt sich nämlich zu Glas. Doch anstatt Antworten zu finden, da wo sie hingeht, findet sie die große Liebe. Und das hört sich eigentlich voll schön an. Und ich bin so verunsichert gewesen, sodass ich es einfach habe versauern lassen, weil ich mir so gedacht habe, ich weiß nicht, nachher ist es wirklich scheiße, dann habe ich meine Zeit verschwendet. Ich lese lieber was, wo ich wahrscheinlich Gefallen dran finden werde. Ja, mit der Technik wird dieses Buch ja auch noch in 10 Jahren wahrscheinlich liegen. Es ist schon ein bisschen schwierig so mit diesen Subleichen, möchte ich behaupten. Oder? Wie seht ihr das? Oha, auch diese Buchreihe, also tatsächlich die ganze Reihe, liegt hier schon gefühlt Jahre auf meinem Sub. Erschienen ist es, hier kann ich nachgucken, 2012. Und zwar ist es Die Verratenen von Ursula Poznanski, ihre dystopische Trilogie. Die wollte ich ganz dringend lesen. Es geht um eine in einer Welt, die perfekt und gerecht erscheint. 6 Studenten, die dachten, sie kennen die Wahrheit, doch plötzlich sind sie auf der Flucht, verraten, verfolgt und dem Schicksal ausgeliefert. So steht es hinten drauf, hörte sich total gut an, will ich auch eigentlich unbedingt lesen. Ja, es ist noch nicht passiert. Motiviert und animiert mich doch gerne mal dazu, denn ich glaube, dass das echt gut ist und ich einfach nur so den ersten Schubser brauche. Wenn der dann getan ist, dann geht das eigentlich ganz schnell. Das habe ich ja auch mit Flames and Roses festgestellt. Da habe ich ja zumindest jetzt schon mal den ersten und zweiten gelesen. Und es gefällt mir ja gut, auch wenn es schon ein bisschen was älter ist. Auch diese Buchreihe steht komplett auf meinem Sub, ist ungelesen und von 2012. Es ist eine Buchreihe, die ich tatsächlich auch ganz zum Anfang meiner Karriere auf BookTube sozusagen mir angeschafft habe. Es war so dieser Zeitraum, wo Panem und diese ganzen Dystopien total im Trend waren. Wenn man da so drauf zurückblickt, ist das echt krass, ne? Wie sich so die Leselandschaft verändert. Mittlerweile geiern alle auf New Adult. Früher waren es die Dystopien, davor die Vampire und
Ja, was kommt als nächstes? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Lied gebannt unter fremdem Himmel von Veronica Rossi, meine Fresse. Hier noch auf meinem Sub. Ja, einige sagen zu mir, Jessie, das wird dir nicht gefallen. Du hast schon so viele Dystopien gelesen. Da wird dir das zu wenig oder nicht genug sein. Ich weiß es nicht. Ich will dem Ganzen eigentlich wirklich gerne eine Chance geben, weil ja, es hat mich damals ja angesprochen und es hört sich auch immer noch gut an. Ich gucke einfach mal, so ist mein Gedankengang. Es ist schon ärgerlich, ne? Wenn ich da so drauf gucke, werde ich richtig nostalgisch, weil ich so zurückdenke an 2013, wo das alles anfing, beziehungsweise 2012, wo die Sucht über mich kam. Und wenn man so rückblickend auch nochmal daran denkt, was alles passiert ist in dieser Zeit, das ist schon echt heftig. Ich bin richtig nostalgisch gerade. Wir widmen uns jetzt einem zweiten Band. Den ersten habe ich tatsächlich damals gelesen auf Empfehlung der lieben Lina von What Lina Likes. Und ich habe dann einfach nicht weitergelesen. Ich verstehe gar nicht warum, weil der erste mir echt gut gefallen hat. Mittlerweile bin ich wahrscheinlich auch so weit, dass ich den ersten nochmal lesen müsste, weil ich gar keinen Plan mehr habe, was im ersten passiert ist. Also nur noch so ganz dunkel. Ich rede von Ewiglich die Hoffnung von Brody Ashton. Das ging damals ja auch so rum und jeder hat es gelesen und es wurde total gehypt und es war auch richtig, richtig gut. Es geht so ein bisschen um Sterblichkeit und um die große Liebe. Es geht um Nikki und um Jack und um ganz viel mehr. Ich will gar nicht so viel verraten. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe mich selber gerade nicht. Ich bin richtig entsetzt. Also wirklich, mir hat der erste echt gut gefallen und ja, es ist schon traurig, wirklich traurig. So ähnlich wie bei seinen Vorgängern geht es auch mit diesem Buch hier weiter, wobei das hier wirklich durch ein Fauxpas damals bei mir eingezogen ist. Ich war noch nicht so in der Bücherlandschaft verwachsen, sodass ich aus Versehen zum zweiten Band gegriffen hatte und der dann ewig bei mir stand, weshalb dieses Buch wirklich schon seit 2012 bei mir zu Hause ist. Ich rede von Meeresrauschen von Patricia Schröder. Ich habe mir dann erst einige Zeit später den ersten zugelegt, den dann auch eigentlich recht zügig gelesen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, auf meinem Instagram-Profil ist das bei 2014 oder so noch verlinkt, dass ich das gelesen habe. Also das war dann nicht ganz so viel. Ich habe das Ende 2012 geholt, habe das dann irgendwann geblickt in 2013 und habe das 2014 gelesen. Ich habe dann aber nicht weitergemacht, weil irgendwie war mir der Schreibstil damals ein bisschen zu zäh und das hat mich so ein bisschen, ich will weiterlesen, weil es ist eigentlich gut, aber ich warte noch ein bisschen. Dieses bisschen ist ganz schön lang geworden. Meeresrauschen liegt hier immer noch. Ich liebe, liebe, liebe diese Cover. Ich würde sie niemals weggehen, weil sie einfach wunderschön gestaltet sind. Da hat der Koppenrad Verlag sich echt selbst übertroffen. Und ich bin eigentlich sehr gespannt. Mittlerweile kribbelt es mir in den Fingern weiterzulesen. Ich komme, glaube ich, mittlerweile auch besser damit klar, wenn so ein Schreibstil ein bisschen ausschweifender ist. Und ja, jetzt würde ich es gerne 2019 in Angriff nehmen. Und hier kribbelt es mir echt in den Fingern. Ich hätte jetzt Lust, es aufzureißen und direkt anzufangen. Und auch dieses Buch liegt echt schon lange, lange, lange Zeit auf meinem Sub. Ich habe den ersten gelesen. Der wurde damals mega krass gehypt. Das muss man dazu sagen. Und ich habe so gedacht, ja, war ganz nett, aber war jetzt nicht so, dass ich so krass hypen müsste wie alle anderen. Deshalb liegt dieses Schätzchen hier wahrscheinlich auch noch, weil ich dann nicht so die Muße hatte, direkt weiterzulesen. Ich habe es dann nochmal mit einer Kurzgeschichte versucht, die war auch okay, aber irgendwie, weiß ich auch nicht. Und ja, die Reihe steht hier komplett. Es ist die Armor-Trilogie hier mit Pandemonium, stellvertretend der zweite Band. Wie gesagt, den ersten habe ich gelesen, 2013, glaube ich auch. Und ja, es ist ärgerlich. Es ist wirklich ärgerlich, weil viele haben sie sehr gehypt. Wie gesagt, mich hat sie nicht gänzlich überzeugt, weshalb es dann auch in Vergessenheit geraten ist. Der ist ja eigentlich recht dünn, genauso wie, ja, der nächste ist auch nicht so dick. Der erste ist schon der dickste. Eigentlich sollte man die schnell durchkriegen. Sollte ich mich auch mal widmen, annehmen, wie auch immer. Und bei dem letzten schäme ich mich auf zweierlei Ebene. Zum einen, weil ich das hier schon so lange stehen habe und es echt peinlich ist. Zum anderen, weil ihr es tatsächlich schon zweimal in einem Subvoting gewotet habt und mir gesagt habt, liest es jetzt endlich.
Und ich glaube auch, dass es ein Buch ist, was mir absolut gut gefallen wird. Egal wie viele Jahre ins Land ziehen und wie alt die Geschichte ist, sie wird einfach nicht schlecht, sondern sie ist einfach, glaube ich, grandios. Ich gucke mal gerade, ob ich ein Datum finde, von wann, aber nee, hier vorne, hier hinten, doch hier vorne steht nichts, gucken wir nochmal hinten. Es ist von 2009, da ist es erschienen, und zwar ist es Die Beschenkte von Kirsten Cashore. Das ist ja wirklich eine High-Fantasy-Trilogie, die jedes Mal mit anderen Protagonistinnen spielt, wenn ich das recht im Kopf habe, und ihr habt sehr empfohlen. Die haben hier besondere Gaben, es gibt so ein Königreich, und unsere Katze hier in diesem ersten Band, die hat die Gabe des Tötens und soll vom Prinzen irgendwie da mit eingebunden werden auf irgendeinem Rachefeldzug oder sowas. Und ja, das soll sehr episch sein. Viele feiern die Reihe, viele loben sie laut und sagen, Jessie lies es, und ich habe es immer noch nicht getan. Es ist richtig peinlich. Obwohl, auch hier habe ich sehr, sehr große Lust. Das ist so eins mit von denen, wo ich am meisten Lust drauf habe, sie jetzt ganz zügig zu lesen. Und ja, das wird wahrscheinlich auch eins der Bücher sein, die in meinem Projekt gut eingebunden werden in 2019, glaube ich. Ja, das war es, das erste Subleiche-Video. Ich gehe jetzt in die Ecke und schäme mich noch eine Runde, weil es mir echt immer noch sehr unangenehm ist. Werde euch noch bestimmt 2, 3 Videos zu diesem Thema abdrehen. Und bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bye!